kommt. Hier interessiert es doch eh keinen mehr. Bam! Oh yeah. Ich weiß noch nicht, ob ich das Dorf noch am Leben lassen soll, falls wir nochmal wiederkommen. Aber es gibt ja genug Dörfer hier. Aber welches Recht habe ich, dieses Dorf zu zerstören? Klar, die Bewohner haben mich ein bisschen... haben mich ein bisschen in der Privatsphäre gestört, ne? Also das ist schon ziemlich assi gewesen, dass sie einfach immer und immer wieder in mein Haus ging. Fand ich jetzt nicht so ganz okay, ohne anzuklopfen. Wisst ihr? Ich meine, ich habe zwar die Tür da genommen, ne? Die eine. Aber wozu braucht er zwei? Ja, so sieht's nämlich aus. Naja. Ich heiße ja immer geben und nehmen. Und in dem Fall haben sie einfach viel zu viel genommen, ja. Ich meine, ich habe mich um die Felder gekümmert. Hab mit dem gehandelt, mit dem einen zumindest. Ja. Und was machen die? Die gehen einfach, ohne zu fragen, immer in mein Haus rein. Nee. Das finde ich echt nicht nett von dem. Sowas Egoistisches, ne? Okay. Wir haben jetzt kein Brot mehr, ne? Ich hab nichts zu fressen in der Haus. Naja. Oh. Also ab und zu hat Minecraft schon seine kleinen Problemchen, ne? Aber hey, es läuft bei mir. So. Ja, es ist einfach unglaublich. Jeez. Ich so verschnupft bin. Ich hatte das echt lange nicht mehr, dass ich wirklich so verschnupft bin. Dafür, dass wir immer geradeaus laufen, zumindest halbwegs geradeaus, finden wir die Sachen nicht mehr. Ja, ich sehe es kommen. Ich verirre mich. Ich sehe doch schon die Geier, wie sie über uns fliegen. Ja, das war ein Geier. Na los! Wo ist das Dorf? Ja. Wir hätten uns den Weg irgendwie markieren müssen. Dschungel. What the? Wo bin ich lang gegangen? Hallo? Au. Okay, Notfalllösung. Ah. Eine Notfalllösung, gar, Alter. Tak. So. Gut. Ach, guck mal. Das ist das Dorf. Und da will noch jemand sagen, ich hatte keine Orientierung. Ich habe mich gar nicht hier richtig umgeguckt, was es hier alles gibt. Guck mal, hier gibt es sogar eine Schmiede. Sieht mich keiner? Nee. Oh, wow. Das sieht alles so schick aus. Das nehme ich mir gleich mit, wenn wir zurückgehen. Okay. Mein Hals ist schon wieder so trocken, das ist echt ätzend. Ich sollte mir was in ein Glas einschenken, aber ich habe gerade kein sauberes hier.
in mein Zimmer, wo ich aufnehme. Ja, ein Pfeil. Darf ich den aufsammeln? Nein, darf ich nicht. Aber schön ist der. Ja. So, Skelette können ziemlich gut Pfeile basteln, habe ich das Gefühl, ne? So, so, so. Ach ja, ist das schön. Machen uns auf jeden Fall ein Steinhäuschen. Habe ich schon beschlossen, als ich die Steine in den Ofen gelegt habe. Okay. Ist schon eine geile Gegend hier. Wenn das hier eine so eine abgetrennte Insel ist, in der Mitte von dem allen, was es leider nicht ist, hätte ich gesagt. Ja, okay. Egal, ich mach da hierzu noch eine Brücke und so. Hier mache ich mein Haus hin. Ah, das wird schon schön hier. Unsere also kleine Umgebung und da knarzt mein Stuhl. Ich sollte mir vielleicht eventuell mal einen neuen zulegen. Umzug. Nur das Schwert kommt mit. Zur Verteidigung. Ja, ja. Schön ist es hier auf jeden Fall. Gefällt mir wohl sehr gut. Ich finde es schön, dass Minecraft heute nicht rumspastet. Hatte ich im Hintergrund irgendwas offen zu dem Zeitpunkt? Nicht, dass ich wüsste, ne? Tja. So. Okay. Wenn ich das hier alles aufgenommen und geschnitten habe, das werde ich auch noch heute. Also werde ich so ungefähr um 23 Uhr die Aufnahme wenden und da ist es gerade 20.48 Uhr. Obwohl, da muss ich erstmal gucken, ob ich das reicht, damit ich nicht komisch splitten muss. Ja, gucken wir dann um 23 Uhr mal nach. Den könnte ich auch mal anfangen, zwei Parts an einen Tag freizuschalten, für Minecraft zumindest. Weil dann habe ich ja so viel aufgenommen. Das reicht. Wir hätten die Brote mitnehmen müssen. Egal. Das schaffen wir ohne zu formen. Und das Bett hätten wir da lassen sollen. Es wird schon wieder dunkel. Aua. Okay. So, na, na. Okay. Voll verkrüppelt mit dem Schwert umgehen. Okay. Zack, 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 zack. Ich hab so einen Hunger. Warum musste ich auch meine Brote da lassen?